Moin Moin meine lieben YouTuberinnen und YouTuber, euer No Orange heißt euch herzlich willkommen zum aktuellen Trailcard und Sticker Unboxing Donnerstag und da haben wir Hero Tags Marvel Universe Serie 1, richtig geil, 7 Booster und wir wollen gleich loslegen die Dinger unboxen. Wir werden uns auch gleich natürlich nochmal den Booster kurz angucken, nicht so extrem wie sonst, weil es schon genügend mal vorgestellt wurde, wie die Dinger aussehen. Ich lege die Karten auch mal kurz hier hin. Keine Sorge, wenn das jetzt noch nicht so zoommäßig funktioniert und ein bisschen unscharf ist. Ich stelle das vielleicht alles scharf nach dem Unboxing. Wenn wir uns die Karten genauer angucken, da soll das natürlich auch für jedermann klar sichtbar sein, was man hier so hat. So, ich sortiere sie nur eben kurz einmal auch richtig rum. Ich mag das gar nicht, dass die Karten dann immer kreuz und quer liegen. Übrigens hier, jetzt können wir uns den Booster mal angucken. Sieht richtig geil aus. Wolverine, Silver Surfer, Spider-Man ist drauf. So richtig quietschbunt sieht er aus. Finde ich mega cool, wie gesagt. Was mir aufgefallen ist, es gibt noch unterschiedliche Versionen. Hier ist auch mal eine Spielanleitung mit dabei. Es gibt unterschiedliche Versionen dieser Karten. Ich zeige euch gleich mal, was das Öffnen betrifft. Hier hat man richtig einen Riffel. Den sieht man hier, glaube ich, jetzt auch ganz gut. Hier nicht. Ich habe keine Ahnung warum. Mit ist natürlich weitaus einfacher zu unboxen als ohne Riffel. Also wie gesagt, warum das so ist, ich habe da wirklich keinen Schimmer. Und ja, kann das auch nicht ändern. Übrigens wegen Tauschen. Wer tauschen möchte mit mir, der Stickermanager.com, da kann er sich melden. Stickermanager.com, das ist eine Internetseite, da kann man alle seine Listen, die man Bilder, die man hat, Bilder, die man sucht, eintippen automatisch, beziehungsweise man gibt einfach die Bilder ein, die man hat, automatisch wird er dann aufgenommen, dass die Bilder, die man sucht und dementsprechend kann man dann auch miteinander tauschen, indem man auf einen Swap, so heißt das, geht und dann wird rausgesucht, wer mit wem am besten tauschen kann und das sind auch Bewertungssysteme, wie bei eBay, Daumen hoch, Daumen runter, so kann man sich also auch schon mal schlau machen, ob das was für jemanden ist oder nicht, der Tauschpartner, der einem vorgeschlagen wird. Und ich habe bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Ich glaube, jetzt 8-mal getauscht und 8-mal gute Erfahrungen. Oh, die wollte ich nochmal richtig rumdrehen. So, nun sind wir auch durch mit dem Unboxing und gucken uns die geilen Karten an. Mal sehen, ob ich noch ein bisschen ranzoomen kann, damit das noch cooler zur Geltung kommt. Ich denke mal, das sieht schon mal richtig fett aus. Okay, gucken wir uns mal die erste Karte an. Black Bolt. Und das ist hier eine Hero-Karte. Seht ihr hier unten 4 Sterne, links und rechts wieder defensiv, offensiv, also Verteidigung, Angriffswert. Da der Titel, dementsprechend die Karten, habe ich ja schon sehr oft gesagt, die sehen einfach phänomenal geil aus. Also mir gefällt der Stil extrem gut. Jolt haben wir hier, obwohl ich gar nicht so ein super Comic-Fan bin und auch immer wieder überrascht bin, was alles für Comic-Figuren hier vorkommen. Professor X, viele kennt man, aus X-Men zum Beispiel, She-Hulk, Hulk, Spider-Man, Silver Surfer etc. pp. Aber es gibt auch Titania, sagt mir jetzt zum Beispiel nichts, überhaupt null nass, nothing. Und auch immer wieder Überraschungen. Ich wusste gar nicht, dass zum Beispiel Dracula, hier ist Daredevil, Dracula auch zum Marvel-Universum gehört. Juggernaut, auch der sieht richtig geil aus. Also es ist wirklich super cool. Die meisten Karten, oh cool, Storm, ja, ja. Mit auslegbare. Zwei große, schöne, nette Kollegas hat sie mitgebracht. Die ist schon richtig cool. Nocturne. Und man sieht auch den unterschiedlichen Zeichenstil. Es ist ein Stil aus den, ja, von den 30ern bis zur aktuellen Zeit. Sehr, sehr unterschiedlich. Die Skrulls aus dem fernen Universum, die die Menschheit unterjochen wollen. Das ist nur eine. Oh, die sieht geil aus. Eine Glanzkarte. Es gibt eben Glanzkarten, also diese Spiegelglanzkarten, Foilkarten genannt. Dann gibt es auch diese Regenbogenkarten. Das sind die Rainbow-Cards, logischerweise. Des Weiteren gibt es auch noch Movie-Karten, und zwar aus den Filmen Thor und Captain America. So hat man also insgesamt, glaube ich, schon locker 70 Karten, die speziell sind. Und das ist auch richtig, richtig cool. Auch hier die und auch die normalen Green Goblin. Guckt euch, das ist eine normale Base-Card. Und die sieht einfach nur phänomenal geil aus. The Thing. Mal sehen, was wir hier noch haben. Mastermind ist natürlich auch was zum Anbeißen. Da lasse ich mich gerne von verführen, von dieser bösen Sage von den X-Men. Die X-Men, habe ich auch gehört, gibt es in verschiedenen Variationen. Die alten X-Men und die neuen X-Men. Und genau,
Weapon-Karten gibt es auch. Ballistic Knife hat man hier auch noch. Also es gibt relativ wenige. Ich glaube von Karte 41 bis 181. Also so 140 Karten von denen. Über 200 Karten sind Base-Karten. Und wie gesagt, ein Drittel sind irgendwelche speziellen Karten. Valkyrie, ja, die nordische Göttin. Das ist gut. Dracula, ich sag's ja. Unfassbar, Dracula ist auch mit dabei. Dann haben wir hier noch Iceman. Ach, das ist eine dieser Movie-Karten. Captain America, hier zum Beispiel die alte Movie. Also, das ist nicht aus dem einzigen Film. Das ist ja eine alte Movie-Karte, wie man hier auch ganz unschwer erkennen kann. Die sind hinten noch etwas anders. Captain America steht also draußen, aus welchem Film. Movie-Karte, dann weiß man Bescheid. Aha, eine Captain America-Karte. Leider habe ich die schon, das weiß ich. Daredevil hatten wir eben ja auch schon. Abomination. Oh, sieht auch richtig fett aus. Also richtig, richtig gut gezeichnet. Was haben wir noch? Prodigy. Auch der hat ein bisschen was, wenn ich den Kopf so sehe. Von Star Trek. Da gab es doch einen bei nächstes Jahrtausend irgendwo auf dem Raumschiff. Auch so ein farbiger. Der hatte dann auch so eine Brille. Als Sicht sozusagen, weil er blind war. Hier eine Weapon Card. Billy Clubs. Die kennt man natürlich von Daredevil. Dann noch eine Foilkarte. Iceman. Die meisten Karten werdet ihr auch sehen. Habe ich schon. Whiplash. Weil mir ja auch nicht mehr so viele fehlen. Beetle. Oh, Beetle sieht auch richtig nice aus. Sieht richtig nice aus. Hier, ein Juggernaut hatten wir eben ja auch schon. Trotz allem immer noch geil. Spider-Man. Klar. Kult. Oh, eine Thor-Movie-Karte. Mal gucken. Oh, den Göttervater. Odin habe ich hier. Und noch eine Waffenkarte dazu. Jawohl, ja. Die Tail. Also den, ja, den Schwanz sozusagen. Lionheart kenne ich zum Beispiel gar nicht, sieht aber trotzdem geil aus. Löwenherz kennt man natürlich, Richard Löwenherz, englischer König. Und darauf ist es wohl auch ein bisschen angelegt. Bullseye. Und die letzte Karte ist ein Held 5 Sterne. Firebird, ich glaube auch von den X-Men. Des Weiteren habe ich noch durch Tauschaktionen über StickerManage.com ein paar Karten bekommen, die können wir uns auch noch angucken. Ups, Puma. Puma kenne ich auch überhaupt nicht, sieht auch richtig geil aus. Avalanche. Dann ein 3-Sterne-Held. The Thing. Ah, hatten wir eben schon. Hat sich der Tausch im Endeffekt nicht gelohnt, weil ich ihn jetzt doppelt habe. Andererseits, dann kann ich ihn wieder weiter tauschen. Boah, die sieht geil aus. Eine Foil-Karte, die habe ich auch definitiv noch nicht. Daken. Daken. Daken sagt mir auch gar nichts. Nochmal ein 5-Sterne. Boah, Carnage. Der böse Gegner von Spider-Man. Carnage gibt es ja auch. Venom gibt es und Spider-Man. Oh, also als Rainbow-Version, das sind übrigens diese Rainbow-Karten, wie ihr sehen könnt. Richtig, richtig nice. Oh, cool, Oma. Der Silver Surfer, auch als Rainbow-Card. Ich habe mir die Karten noch gar nicht angeguckt, weil bei diesen Stickermanager.com, wo man tauschen kann, hat man zwar die Nummern, die man untereinander tauscht, aber keine Bilder. Also man sieht sie nicht. Und Spider-Man. Ah, cool. Den wusste gar nicht, dass ich den noch nicht habe. Okay. Ja, dann sortiere ich mal eben die Doppelten aus und dann sehen wir uns gleich beim Einsortieren wieder. Ja, kommen wir nun zum Einsortieren. So viel ist nicht mehr übergeblieben, aber durch den Tausch zum Glück etwas mehr. Weil es fehlt ja auch das ein oder andere Kärtchen noch bei mir. Hier bei den Rainbow, die 5 zum Beispiel und die 8. Das sieht schon mal richtig gut aus. Dann habe ich noch die 15 bekommen. Warte mal, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 hinter Iron Man. Und damit sieht es bei den Rainbows auch schon mal ganz ordentlich aus. Ganz cool. So viele gibt es ja anscheinend nicht. Ich weiß nicht, 17 ist schon wieder eine Foil-Karte. 15 war eine Rainbow. Also 15 Stück, denke ich mal. Die 31 habe ich ja auch noch als Foil-Karte, also Spiegelglanzkarte. 28, 29, 30. Das wäre dann hier hinter die 31. Ja, da sieht es auch schon mal ganz gut aus. Und bei den Standardkarten, die jetzt hier anfangen, sieht es sowieso ganz gut aus. Da fehlt mir auch nicht mehr allzu viel. Die 110 fehlt mir hier noch. Das ist das Thing. Habe ich ja jetzt zweimal. Habe ich jetzt sogar also im Endeffekt doppelt. Erst gar nicht und jetzt doppelt. Na, come on. Wunderbar. Ne, und ihr seht ja, es sieht da schon wirklich gut aus. Zum Ende hin habe ich auch schon sehr, sehr viele Karten. Bei den Movie-Karten fehlt mir natürlich noch was. Hier nochmal eine Standardkarte. Dann kommen hier die Waffenkarten. Das sind nicht viele. Die habe ich auch
alle, glaube ich, schon. 98, nee, eine fehlt mir hier noch. Und dann geht's los mit den Captain America Karten und den Thor Karten geht's dann weiter. Odin habe ich ja auch. 7 haben wir hier, 8, 9, 10. Das wäre sozusagen hier an den Rücken dran. Zack, und eine Limited habe ich auch. Des Weiteren fehlen mir noch ein paar Limited Edition Karten. Und hier habe ich meine ganzen Doppelten. Ja, das war schon. Ging relativ zügig jetzt zum Ende hin. Aber keine Sorge, es wird noch sicherlich richtig lustig werden. Morgen haben wir Freitag und Werder Bremen. Lebenslang grün-weiß passend zum Fußball natürlich den Bundesliga-Freitag. Euer No Orange sagt ciao, tschüss und goodbye.